Hallo und herzlich willkommen hier im Hanapi-Stadion beim Superschlager der österreichischen Meisterschaft zwischen Rapid, dem Titelverteidiger, und Casino Salzburg, dem Tabellenführer und großen Herausforderer. Seit Samstag hat sich ja die Situation im österreichischen Fußball völlig verändert. Salzburg führt mit 3 Punkten Vorsprung. Bei mir die beiden Trainer, nämlich Heribert Weber vom Casino Salzburg und Ernst Dokopil von Rapid. Heribert Weber, wird diese Führung in der Tabelle, in der Meisterschaft, auch die Taktik in diesem so wichtigen Spiel bestimmen? Na, sicher nicht. Wir werden sicher gleich spielen wie jedes Auswärtsspiel. Das heißt natürlich von Anfang an aus einer gesicherten Abwehr. Aber diese 3 Punkte sind kein Polster. Wir sind nicht hergekommen, um hier zuzuschauen, wie Rapid agiert. Wir wollen selbst das Spiel übernehmen. Und dann wird man sehen, was nach 90 Minuten herauskommt. Aber wir werden natürlich alles versuchen, auch in der Offensive, sonst können wir hier nicht bestehen. Ernst Dokopil, Rapid muss stürmen, Rapid muss gewinnen, um mit Salzburg gleichzuziehen. Wie werden Sie die Taktik ansetzen? Naja, wir müssen nicht unbedingt auf Teufel komm raus stürmen, um den Gegner einen Konter zu ermöglichen. Die Meisterschaft ist noch lange und wir sind dran an Salzburg. Natürlich wäre es gut, wenn wir heute gewinnen könnten. Wir wollen auch gewinnen, keine Frage. Aber wir müssen vorsichtig offensiv spielen. Das Fehlen von Michael Konsel und Peter Stöger, 2 ganz wichtigen Spielern. Was bedeutet das für dieses Spiel? Ja, auch das Fehlen von Angel Leszczak trifft uns im heutigen Spiel. Es bedeutet, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir nicht sicher sein können, Tore zu erzielen. Also wir müssen auch danach trachten, dass wir keine Tore kriegen. Keine Tore kriegen, das ist das Stichwort für Raimund Hedl, den Ersatztorhüter von Rapid, der heute seine große Premiere feiert. Sie kennen den Spieler, Sie haben ihn sehr gelobt, glauben Sie aber nicht dennoch insgeheim, dass es ein großer Vorteil für die Salzburger ist, dass nicht der routinierte Michael Konsel im Tor steht. Ja, das wird mir erst nach 90 Minuten sagen können, es liegt nur an uns. Denn wenn wir nicht aufs Tor schießen, dann ist sicher jeder Tormann gut. Wie sieht die Aufstellung der Salzburger in diesem Spiel aus? Ja, wir fangen mit Suslov im Tor an, mit Sevcik als Libero, mit den beiden Innenverteidigern Winkelhofer und Kogler, dann von rechts mit Ibertsberger, Hörmann, Kotzian, Eigner und Ammerhaus und mit den beiden Spitzen Glieder und Klaus. Zwei Spitzen, Eigner rückt ein bisschen in die Mitte im Mittelfeld. Das ist die einzige Änderung gegenüber Samstag, weil Hütter verletzt ist. Weil Hütter verletzt ist und weil Winkelhofer nach seiner Sperre wieder in die Mannschaft zurückgekommen ist. Danke vielmals, Heribert Weber. Ernst Dokopil, wie schaut Ihre Formation aus? Ja, wir spielen mit dem Hedl im Tor, als Libero mit dem Ivanov, dann mit Schürtel und der Deitschik als Innenverteidiger. Spielen wir im Mittelfeld von rechts mit Jovanovic, mit Herav, mit Prosenik, mit Kübauer und mit Gucki und im Sturm mit Stumpf und Wagner. Danke vielmals, Ernst Dokopil. Auch ein Name, der heute natürlich schon oft gefallen ist, ist jener von Raimund Hedl, der heute also erstmals in einem Bundesligaspiel im Einsatz ist. Und wer ist eigentlich dieser Raimund Hedl? Ja, ich bin 22 Jahre alt, spiele seit der U13, also 8 Jahre bei Rapid und habe sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Schulbildung? Ja, 5 Jahre HTL. Und jetzt Vollprofi oder wird nebenbei gearbeitet? Na, Vollprofi. Hin und wieder vielleicht auf die Uni schauen, aber sonst. Was wird studiert? Betriebswirtschaft. Haben Sie als zweiter Tormann eigentlich bis jetzt immer auf so eine Situation gewartet, dass sich der Michael Konsel einmal verletzt oder dass er gesperrt wird, dass Sie zum Zug kommen? Ja, erwartet habe ich die Situation nicht, aber man muss immer damit rechnen, dass man zum Beispiel, wenn man zum Match kommt, meist von einem Ersatz, aber es könnte immer irgendwas sein, wie sprich ein Ausschluss, dass man dann einfach ja, seinen Mann stellen muss. Sie sind Brillenträger. Ist das ein Problem beim Flutlicht? Na, Gott sei Dank gibt es schon Kontaktlinsen und das ist sicher kein Problem. Ja, die Schwächen geben wir nicht preis. Die Stärken, ja, dass ich recht gut Fußball spielen kann, also sprich mitspielen. Dann ja, eigentlich ruhig wirke auf die Mannschaft, beruhigend und auch nervenstark bin. Spekulieren Sie mit dem Gedanken, dass Sie der Nachfolger von Michael Konsel werden hier bei Rapid? Ja, spekulieren kann man immer, aber an und für sich, ich hätte nichts dagegen. Rapid gegen Salzburg, das ist das ganz große Duell um diesen Titel, denn die beiden Mannschaften haben die Meisterschaft über weite Strecken dominiert.
Champions League werden wir gewinnen, passen werden wir auch. Ja. Naja, in der Champions League sieglos und auch in der Meisterschaft rappelt sich Rapid nur mühsam auf. 6 Runden, 6 Remis, zwischenzeitlich rutschen Stöger und Co. in der Tabelle sogar auf Rang 7 ab. Den ersten Sieg feiert der Titelverteidiger ausgerechnet gegen den heutigen Gegner Salzburg. 1:0 durch Kühlbauer. Das 2:0 durch Wagner. Erst in der 15. Runde heißt der Spitzenreiter erstmals Rapid. An der Salzburg mit Ziel UEFA Cup Platz gestartet, führen die Salzburger von Runde 7 bis 14 die Tabelle an. In Lehn wird trotz des Ausverkaufs der Stars wieder mit dem Meistertitel spekuliert. In der letzten Herbstrunde kommt es zum Showdown um die Winterkrone. Das 1:0 für Rapid erneut durch Wagner. Der Ausgleich durch Winkelhofer. Aber zu wenig, um Rapid das Liedertrikot zu entreißen. So bleibt's bis vergangenen Samstag. Rapid mit Neo-Torhüter Ivanov geht gegen Ried mit 0:3 unter. Salzburg gewinnt den Westschlager gegen Tirol 2:1. Fazit, Tabellenführung für Salzburg und erste Anzeichen der berühmten quehenbergischen Tänzchen. Ja, und für Rapid ist es sicherlich eine gewisse Ironie, dass auf der Gegenseite ein Mann mit einer ganz großen grün-weißen Vergangenheit steht, nämlich Salzburgs Trainer Heribert Weber. Heribert Weber, Rapid und Salzburg. Ein Dreiecksverhältnis mit so manchen Berührungspunkten. Die Love Story zwischen dem Steirer und den Grün-Weißen beginnt 1978. 4 Meistertitel, 4 Cupsiege und das Europacup-Finale 1985. Die Höhepunkte einer Beziehung, die durch die Verleihung der Ehrenkapitänswürde als Bund fürs Leben gedacht ist. Doch 1989 folgt das vorläufige Ende der Liaison. Aber auch nach dem Partnerwechsel kommt es immer wieder zu schicksalshaften Begegnungen mit der alten großen Liebe. Im März 96 etwa, als Webers Trainerdebüt ausgerechnet im alten Liebesnest erfolgt, übrigens mit einer 0:3 Niederlage. Und hier erlebt der heute 41-Jährige auch den glanzvollen Schlusspunkt seiner aktiven Karriere. In seinem vorletzten Bundesligaspiel erfüllt sich mit Salzburgs ersten Meistertitel der Lebenstraum seiner zweiten Herzensdame. Eine Liebesgabe, die alle Hemmungen vergessen lässt. 3 Jahre später könnte die Beziehung einem ebenso ungehemmten Höhepunkt zustreben. Wenn, ja wenn. Wie schon gesagt, Salzburg, Rapid und Heribert Weber. Ein Dreiecksverhältnis mit so manchen Berührungspunkten. Und auf Kurzbesuche in Wien ist Otto Baric, Meistertrainer mit beiden Mannschaften. Was erwarten Sie von diesem Spiel? Ja, ich hoffe, das wird heute ein starkes Spiel, ein großes Tempo. Ich weiß, das sind die zwei beste Mannschaften in Österreich. Bin ich glücklich, das war ich so lange in diesen zwei Clubs. Ich erwarte wirklich ein großes Spiel. Danke vielmals, Otto Baric. Wir werden dann später in der Pause noch Gelegenheit haben, mit ihm ausführlich zu plaudern. Und in Kürze meldet sich jetzt unser Kommentator, nämlich Christopher D. Bryan. Herzlich willkommen jetzt auch aus der Kommentatorenkabine hier im Hanapi-Stadion. Ich schätze, es werden wohl etwa 15.000 Zuschauer da sein. Nicht ganz ausverkauft, aber auf jeden Fall eine durchaus ja, ausreichende Atmosphäre für dieses Top-Duell der Bundesliga. Top-Duell deshalb, weil hier der Zweite gegen den Ersten spielt, der Herbstmeister gegen die beste Frühjahrsmannschaft und die Mannschaft mit dem besten Angriff gegen das Team mit der besten Abwehr. Viele Parallelen zwischen den Mannschaften aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart. Beide haben extreme Krisen überwinden müssen in den letzten Jahren. Und heute fehlen beiden Mannschaften die Kapitäne. Der Rapid, schon angesprochen, Michi Konsel, der gesperrt ist seit dem Ausschluss gegen Ried für dieses eine Spiel. Und bei Salzburg der verletzte Adi Hütter. Noch einmal die Aufstellung, ein bisschen überraschend. Jovanovic ganz außen statt Brozinic. Jovanovic soll die starke linke Seite der Salzburger abdecken und auf der linken Seite Gugi,
das zweite Mal im Frühjahr von Anfang an dabei. Natürlich umvoll und auch bestens gestimmt die Rapid-Tribüne und da die Salzburger auf der anderen Seite. Eigentlich ein bisschen wenig Salzburger Fans mitgereist, wenn man an frühere Zeiten denkt. Bisschen überraschend auch, aber Heribert Weber hat erklärt, dass Franz Aigner eher im zentralen Mittelfeld zu finden sein wird. Bin gespannt, gegen wen er da wirklich spielen wird. Er soll also den verletzten Kapitän Hütter ersetzen. Und wie gesagt, Winkelhofer wieder in der Mannschaft nach seiner Sperre. Beide Mannschaften mit einem ähnlichen System, mit einem 3-5-2, zwei Spitzen und einem echten Libero. Die beiden Vierer, Ivanov und Schewtschik, werden also die beiden Verteidigungen organisieren. Ich glaube, man kann sich von diesem Spiel wirklich einen rassigen Kampf erwarten. Das haben eigentlich beide Trainer angekündigt. Das sind zwei Mannschaften, die extrem engagiert spielen, im Normalfall, wenn sie den Normalfall bringen. Das ist der Schiedsrichter dieser Partie, Manfred Schüttengruber, 37-jähriger FIFA-Schiedsrichter aus Linz. Schon seit 20 Jahren pfeift er, also als 17-Jähriger, seine Karriere als Schiedsrichter begonnen. Unterstützt wieder von seinem Assistenten Stöbig und Denton. Hinten finden sich schon die Salzburger, aber da warten wir noch auf die Rapidler. Die Rapidler, denen ja einige fehlen. Hans Dokopil hat das schon kurz erwähnt. Konsol, Stöger und Lederer gesperrt. Lederer, der ebenso wie René Haller eigentlich an Mödling verliehen war und wieder zurückgeholt wurde aufgrund der vielen Ausfälle. Dazu die Verletzten Pivanik, Lesjak und Zingler. Lesjak hat am Samstag gegen Ried eine Bauchmuskelzerrung erlitten. Pivanik in der ersten Frühjahrspartie gegen Innsbruck, gegen den FC Tirol verletzt. Und Zingler, der ja eine Operation hinter sich hat. Und nach 101 Spielen hintereinander, nach 101 Bundesligaspielen, Rapid erstmals ohne Torhüter, ohne die Nummer 1, Michael Konsol. Sie sehen schon, der Kapitän bei Rapid heute, Peter Schöttl, der sein 297. Spiel in der Bundesliga bestreitet. Bei Salzburg, Kapitän heute Franz Aigner, der ja nach 2,5 Jahren letzte Woche sein Comeback in der Nationalmannschaft gegeben hat. Ja, da ist im letzten Moment noch eine Änderung vorgenommen worden. Nicht Aigner als Kapitän, sondern Thomas Winkelhofer. Walter Hörmann, der älteste Mann am Platz, den haben wir gerade gesehen. Der Mann mit der Motorlunge, der sein erstes Tor für Salzburg erzielt hat. Das wichtige Tor zum Ausgleich gegen Tirol. Und das sind die beiden Jungkapitäne sozusagen, Schöttl und Winkelhofer. Da gratuliert Manfred Schüttengruber noch einem Weltklasse-Mann aus einem anderen Sport, Thomas Sicker, dem Slalom-Weltcupsieger, dem ersten Slalom-Weltcupsieger in der Geschichte, der aus Österreich stammt. Der Skisportler nimmt den Ankick vor. Die Skisportler nützen jetzt die Zeit am Ende der Saison, diversen Sportveranstaltungen aus anderen Disziplinen beizuwohnen. Dankeschön. An die Fans im Westsektor, danke an die Fangruppe Speising, Grünweiß-Akademiker und Mandy Grünweiß und der neue Fan in der Nordtribüne für die tolle Aktion. Und jetzt ja, in wenigen Sekunden los. 24. Runde, das Spiel der Spiele in der österreichischen Bundesliga, Rapid gegen Casino Salzburg. Da
zeigen die Salzburger das, was sie in den letzten Wochen schon bewiesen haben. Schnelles Direktspiel, gute Raumaufteilung, über die Flanken wird gespielt, über die Außenspieler im Mittelfeld, Ibertsberger und Kotzia. Erster Eckball, das ist der neue Mann, der Debütant im Spiel von Rapid Raimund, Mundi Hedl. Jetzt gleich Eckball Nummer 2. Herbert Weber, der Rapid-Ehrenkapitän, Trainer des Gegners, des Tabellenführers. Abgepfiffen. Diese ersten zwei Eckbälle hat Rapid überstanden. Laszlo Klaus erst im Herbst, während der Saison, von Admira Wacker zu den Salzburgern gewechselt. Hat im Frühjahr schon zwei Tore, seine ersten zwei für Salzburg erzielt. Die Aufgabe für Manfred Schüttengruber werden heute. Die Räume werden von beiden enorm eng gemacht und dieses erste unschöne Foul an Dietmar Kübauer. Ivanov. Schmucki wurde da vom Ball getrennt. Die Rapidler attackieren sehr schnell und jetzt gibt es auch schon die erste Karte für einen Foul an Wagner. Winkelhofer, der Rekordmann sozusagen, was gelbe Karten betrifft bei den Salzburgern. Es ist für ihn schon die 11. gelbe Karte in der Meisterschaft. Er war ja schon dreimal gesperrt, zuletzt am Samstag gegen den FC Tirol. Und ich würde sagen, Manfred Schüttengruber hat zu Recht eingegriffen und schon in der dritten Minute die erste Karte gezeigt. Denn nur so wird es nicht nur Kampf um Krampf, sondern auch ein Spiel geben hier im Hanapistadion. Also der Salzburger Kapitän, der erste Sünder in diesem Spiel, Thomas Winkelhofer. René Wagner, der Tscheche, das erste Opfer. Führende in der Torschützenliste mit 12 Toren. Kübauer. Ja, aus einer ähnlichen Situation hat Oleg Suslov sein erstes Gegentor bei Salzburg einstecken müssen, aus einem Freistoß der Tiroler am vergangenen Samstag. Aber diesmal hat er sich von diesem Freistoß von Kübauer nicht überraschen lassen. Sehr stark jetzt Kübauer und Bosenik, die diesen Angriff aufgebaut haben. Aber die Flanke des ehemaligen Salzburgers, der noch die erste Partie im Herbst für Salzburg gespielt hat, zu ungenau. Berühren, möglichst schnell das Mittelfeld zu überbrücken, aber beide Mittelfeldreihen stehen defensiv bisher recht gut, lassen den Gegner wenig Platz. Das war genau das, was Ernst Doppelbühl bei den Rapidlern kritisiert hat, nach den letzten drei sieglosen Spielen, dass das Defensivverhalten und das Verhalten im Zweikampf, was den Kampf betrifft, nicht ausreichend gewesen. Edi Glieder. Ivanov, der gleich in den Angriff mitgeht und sich anbietet. Aber Wagner bleibt hängen. Und jetzt muss natürlich Schöttl gemeinsam mit Radajczyk und Jovanovic abdecken. Goal, goal.
Walter Hörmann, der 35-Jährige. Ja, recht viele Attacken, die nicht dem Regelbuch entsprechen. Zu Beginn dieses Foul an Ammerhauser von Jovanovic. Ammerhauser, mit dem Prosinic im letzten Spiel seine Liebe-Not hatte, bekommt mit Jovanovic heute einen neuen Gegner. Auf der Außenseite angeschnitten und Tor. Das 1:0 für Salzburg, ein frühes Tor. Oder doch nicht. Schiedsrichter hat zuerst, wenn ich das richtig gesehen habe, zur Mittellinie gezeigt. Und gibt jetzt Laszlo Klaus, der das Tor erzielt hat, die gelbe Karte. Schauen wir mal warum. Vielleicht war es ein Hand. Schwer zu sagen. Ja, jetzt sieht man es sehr gut. Sehr schöne Aufnahme hier in der zweiten Wiederholung. Laszlo Klaus, die Hand Gottes, war die Hand des Teufels und wurde, würde ich sagen, von Manfred Schüttengruber wieder zurecht bestraft, diese Unsportlichkeit, die auch für uns nur schwer zu sehen war. Also der Schiedsrichter hat hier wirklich ein gutes Auge bewiesen. Damit weiterhin, das sei noch einmal sicherheitshalber gesagt, 0:0 nach 7 Minuten. Wieder Freistoß Kübauer. Und verwegener Schussversuch von Ivanov. Oleg statt Otto heißt es im Tor der Salzburger. Aber da sehen wir noch einmal das Handspiel von Klaus. Und ich würde auch sagen, es war wirklich absichtlich und daher zu Recht wegen Unsportlichkeit. Die zweite gelbe Karte in diesem Spiel, die zweite für die Salzburger. Wenn ich das richtig gedeutet habe, wurde Manfred Schüttengruber das Vergehen von seinem Assistenten angezeigt. Wer auch immer, ob es Manfred Schüttengruber war oder sein Kollege Dentana, der da hinten steht, auf jeden Fall war die Entscheidung wichtig. Und man muss dem Duo zum guten Auge gratulieren. Wieder angeschnittene Freistöße und erste Bewährungsprobe für Raimund Heder. Fast 3 Jahre war er jetzt die Nummer 2 hinter Michi Konsl, hat nur ein paar Mal im UIC-Bewerb gespielt und zuletzt im Winter in diesem Skandalspiel, als es ja einige Raufeinlagen gab gegen Rostov beim Trainingslager in Dubai. Übrigens auch eine Parallele, beide Mannschaften haben sich ja im Winter in Dubai vorbereitet. Herbert Weber verlässt die Coaching-Zone und wird da zurechtgewiesen von Schiedsrichter Schüttengruber, der also nicht nur mit den Spielern, sondern auch mit den Betreuern alle Hände voll zu tun haben. Also Kurzbesuch des Schiedsrichters in der Salzburger Coaching-Zone. Und da sehen wir noch einmal den heißblütigen, ehrgeizigen Salzburger Trainer, wie sich über eine falsche Entscheidung, eine falsche Out-Anzeige des Schiedsrichterassistenten ärgert. Coaching-Zone. Ja, inzwischen ist klar, warum Aigner da in der Mitte spielt, denn das Mittelfeldduell dieses Spiels, das heißt wohl Kübauer gegen Aigner. Thank you.
Stojanovic. Ein erneutes Foul gegen Ammerhauser. Und Manfred Schüttengruber, vielleicht haben Sie den Beitrag vom Stadthallenturnier gesehen, als er ja ein Mikrofon getragen hat. Einer, der sehr viel mit den Spielern redet und auch recht viel Humor beweist bei der Leitung seiner Spiele. Diesmal war es der Kopf, allerdings nicht für Klaus. So von Eli Glieder, aber keine Gefahr für Mundi Hedl. Eigner, ungenauer Pass. Wieder früh attackiert von den Rapidlern. Gefährlicher Schuss von René Wagner. Ist aufgesprungen, wäre für Suslov ein unangenehmer Ball zum Halten gewesen. Aber der Salzburg-Torhüter war dort. René Wagner, 3 Tore bisher im Frühjahr. Für Rapid, für Ratajczyk. Zwölf Minuten gespielt, dreimal gelb. Wenn es so weitergeht, gibt es Rekorde hier. Aber ich nehme an, dass die Spieler erkennen werden, dass Manfred Schüttengruber Attacken von hinten, so wie hier von Ratajczyk gegen Glieder, nicht zulässt. Beide Mannschaften wirklich mit sehr ähnlichen Spielanlagen und da ist Peter Stöger, der in der unangenehmen Rolle des Zuschauers ist, aufgrund seiner vierten gelben Karte, die er in Riga hat. Variabel, die Rapidler im Mittelfeld, in den Positionen. Bugi, der einen guten Schuss hat, aber kommt nicht dazu, den zu beweisen. Wegen einer unfairen Attacke von Iwerzberger, der ja sein erstes Bundesliga-Tor am Samstag erzielt hat. Und Heribert Weber ist wieder nicht einverstanden. Wir haben es besser, wir sehen die Zeitlupe. Naja, in dem Fall kann man die Reaktion des Harry Weber vielleicht verstehen. Versucht diesmal aus diesem Freistoß von Wagner. So geht beim ersten Mal knapp vorbei. Ja.
hätte ein bisschen früher jetzt auf Kübauer abspielen können, aber er macht selbst. Schießt sich langsam ein. Und der dritte Schuss des Führenden in der Torschützenliste. Suslov beweist, warum er in 5 Spielen bisher nur ein Gegentor hat. Der Versuch über die Flanken bei den Salzburgern. Orientierungsprobleme. Das nächste Foul. Rosenick gegen Eigen. Probleme, diesmal im Strafraum. Klaus am schnellsten geschaltet hätte, hätte es brenzlig werden können für Rapid. Und die Defensivarbeit, die fängt bei Rapid heute schon im Angriff an. Das hat man jetzt bei René Wagner gesehen. Jetzt verlässt nochmal Ernst Gockelbühl die Coachingzone. Und zwar deswegen, weil er mit der Attacke von Walter Hörmann gar nicht einverstanden war an Posenik. Und da sehen wir die Reaktion des Rapid-Trainers, aber zumindest kann er mit der Reaktion des Schiedsrichters einverstanden sein, denn Herr Schüttengrube hat zum 4. Mal in diesem Spiel schon nach 18 Minuten gelb gezückt. 3-mal für Salzburger, 1-mal für Rapidler und trifft Rosenick voll am Rist und sagt, das hat sicher wehgetan. Schön von Kübauer auf Rosenick. Schuss abgefälscht und damit erster Eckball für Rapid. Suslov. Der nur bei Flanken manchmal nicht ganz sicher wirkt, sonst ein anscheinend sehr, sehr guter, sehr starker Ersatz ist für Otto Konrad, der ukrainische Teamtorhüter. Diese Flanke war kein Problem. Vier oder 10 Minuten ist er ohne Gegentor geblieben, hat damit nur 2 Minuten den Rekord seines Vorgängers Otto Konrad verfehlt. Eingestiegen gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Kübauer, wobei die beiden ja gegen Slowenien nicht gemeinsam dabei waren, da war Willi Kübauer krank. Und wieder heftige Reaktion von Ernst Dokobil,
Ja, Härte ist Trumpf gewesen in den ersten 20 Minuten. Viele Fouls, 4 gelbe, 13 Stück, was die Fouls betrifft. Wagner auf Herauf. Er ist noch im Spiel. Zum mangelnden Kampfgeist kann man beiden Mannschaften nicht vorwerfen, auch den Rapidler nicht, bei denen Ernst Gokubil ja einiges zu sagen hatte nach der Schlappe in Ried. Zur Einstellung der Mannschaft, zur Bereitschaft, alles zu geben, auch für den anderen einzuspringen, und die ist Sicherheit gefolgt. Auch für den Salzburger natürlich, aber das war in den letzten Wochen sowieso. Gokubil hat gemeint, er hat sich auch das Salzburger Spiel noch angeschaut. Beide Spiele, das von Rapid, das von Salzburg gesehen. Kein Vergleich. Die Salzburger wesentlich engagierter, mit mehr Begeisterung. Etwas hinter den Lauf gespielt. Gugi hat den Ball nicht annehmen können. Ja, Rassig, auf jeden Fall von der Kampfkraft her und vom Tempo her. Wirklich ein Spitzenduell, wie man sich erwartet hat. Die spielerische Note, da bin ich noch gespannt. Könnte natürlich in der zweiten Hälfte noch herauskommen, wenn vielleicht das Spiel in eine Richtung kippt, wenn die Kräfte bei einer Mannschaft ein bisschen nachlässt. Beide versuchen es jedenfalls, versuchen es mit schnellem Direktspiel, dass das bei diesem Tempo und bei den engen Räumen nicht immer klappen kann, das ist klar. Gewechselt ist. Damals hatte der ehemalige Teamtorhüter Helmut Maurer die Transferrechte für Raimund Hedl gekauft. Um 40.000 Schilling hat dann, glaube ich, ein ganz gutes Geschäft gemacht. Helmut Maurer, der jetzt Co-Trainer beim GRK ist, gemeinsam mit Gustav Starker arbeitet. Es gibt Freistoß gegen Rapid. Und Wegetan hat sich dabei an die Herren. Was da mit vollem Tempo und auch mit gestreckten Beinen hineingerutscht, hat zwar den Ball gespielt, aber ganz ungefährlich war es nicht. Auch für Andi Herauf selbst. Sein Gegner in diesem Zweikampf war der polnische Libero Szewczyk. Auch ein klasse Mann, den viele für den besten Libero im Moment in Österreich halten. Ja, angesichts der Ausfälle wäre es im Moment besonders bitter für Rapid, wenn Herauf auch noch ausfiele. Er war zwar beteiligt, kann aber nicht allzu viel dafür. Roman Szewczyk, 40-facher polnischer Interimsrichter. Den Herrn haben wir auch schon öfter gesehen, zuletzt im Beitrag vor dem Spiel. Weg.
René Wagner ist. In der eigenen Torlinie. Seine Arbeitsleistung ist beachtlich bisher. Viele Bälle erkämpft, den Gegner oft gestört und auch etliche Male schon aufs Tor geschossen. Der zweifache tschechische International. Hauser gegen Schöttl. Ja, Jovanovic hat sich da zu viel Zeit gelassen. Aber es gibt wieder Freistoß. Fouls in 26 Minuten. Eine beachtliche, aber nicht sonderlich erfreuliche Bilanz. Der Stürmer mit dem Ziegenbart. Viel Platz bekommen die Salzburger nicht von den Rapidern. Ozean, der sich ein oft handgreifliches Duell mit Andy Herauf liefert. Ein paar Laufen liefern sich die beiden da. Jetzt auch gerade ein Foul, das 19. schon. Chef. Sehr viel Prominenz heute auf der Tribüne. Natürlich auch Herbert Borhaska. Und einen Beobachter haben wir auch schon gesichtet. Friedhelm Funkel, den Duisburg-Trainer, der gemeint hat, die Nummer 10 von Rapid ist interessant. Interessant war aber dieser Schuss der Nummer 10 von Salzburg, Tomislav Kocian. Und es war der erste Schuss aufs Tor von Raimund Hedl. Sozusagen der erste Schuss, den Raimund Hedl in der Bundesliga abwehrt. Einwurf gibt es für die Salzburger. Den wird auch Anton Denger verfolgen. Ein langjähriger hat viele Jahre die Fäden bei Rapid gezogen. Der ehemalige ÖGB-Präsident. Sehr schöner Pass auf Rosenig. Und das hätte das 1:0 für Rapid sein können. Ja, fast müssen. Ein super Pass von Kübauer, der ganz, ganz stark spielt bisher. Und auch eine super Reaktion, muss man sagen, von Oleg Suslov und Eckball Nummer 3 für Rapid. Duki und Klaus rettet. Ibertsberger. Vorteil wird da gegeben.
ja, oder auch nicht. Spät gepfiffen, aber ich würde sagen, war eine kluge Entscheidung, denn es war ein Foul und der Vorteil war keiner. Ein klares Foul an Ibertsberger und Wortgefechte haben wir gerade gesehen zwischen Kozian und Herauf. Die schenken einander nichts. Jovanovic hat es auch nicht leicht gegen Amerhauser. Šefčík, der im Moment vor der Abwehr spielt, also vor den zwei Manndeckern. Auch Hörmann sichert hinten ab. Abgefälscht oder auch nicht. Angeschnitten. Der Schuss von Martin Amerhauser. Ja, war wirklich nur angeschnitten. Noch jetzt eine richtige Entscheidung. Ja, Martin Amerhauser, 22-Jähriger, gehört auch zur jungen Garde von Salzburg. Ist aber kurioserweise einer von nur vier Spielern, die aus der großen UEFA Cup Saison 94 mit dem Erreichen des Endspiels übrig geblieben sind. Jovanovic. Viel zu ungenau und jetzt Glied auch, ja. Ein ungeschicktes Foul an Herauf. Hat sich den Ball zu weit vorgelegt und dann den Fehler mit einem Foul ausgebessert unter Anführungszeichen. Robert Petzl, da halb rechts, langjähriger Rapid-Kapitän, der ja vor eineinhalb Jahren mit dem Cup-Sieg Abschied genommen hat. Jovanovic kann sich bisher noch nicht richtig durchsetzen. Aber Kübauer, wie aufgedreht. Ja, den Ball hat er zwar noch erreicht, aber nicht mehr kontrolliert zur Mitte spielen können. Didi Kübauer, der sicher die schwersten 5 Wochen in seinem Leben hinter sich hat. Sie wissen sicher, die schweren Verletzungen seiner Frau Michaela, die seit 5 Wochen im Krankenhaus in Wiener Neustadt liegt. Auch das ein Grund, warum im Moment bei Rapid auch im Training nicht das gewohnte Lachen erschallt, die gewohnt gute Laune herrscht, warum die Rapid-Spieler wesentlich angespannter wirken als in den letzten Jahren. Er ist der Einzige, der in dieser Saison gegen Salzburg mehr als ein Tor erzielt hat, nämlich deren 2. Viele Tore haben die Salzburger ja nicht bekommen in dieser Saison, nämlich genau 10 in 23 Spielen, die bei weitem beste Abwehr in der ersten Division. Im Moment hat das Spiel Züge wie ein englisches Spitzenmatch oder ein englisches Cupspiel. Kampf um jeden Zentimeter im Mittelfeld. Kopfballstaffetten, Direktspiel. Aber relativ wenige Strafraumszenen.
stumpf. Kühlbauer wieder auf Wagen. Wieder Wagner, der sich gegen Hermann durchsetzt. Hat wieder den Ball erkämpft, aber der geht wieder verloren. Jovanovic tanzt auch an der Kippe zu einer Karte und wird auch ermahnt von Herrn Schüttengruber. Es war wohl schon das dritte, vierte Foul gegen seinen unmittelbaren Gegenspieler Hammerhauser. Fast schon kartenwürdig. Herbert Weber liefert sich, während sein Mittelfeldspieler abtransportiert wird, sein Wortgefecht mit dem Schiedsrichterassistenten. Inzwischen ist dieses Wortgefecht auch beendet. Martin Ammerhauser, den Jovanovic in einer wohl empfindlichen Gegend erwischt hat. Ja. Wird also abtransportiert und wir studieren ein bisschen die Statistik. 23 Fouls, Ballbesitz annähernd ausgeglichen. Nur die Torschüsse, da war Rapid sicher gefährlicher, 7:2. Tore leider noch 0:0. Wagner, da muss er aufpassen, da ist gerade Ammerhauser wieder ins Spiel gekommen. Moselik holt den dritten Eckball für Rapid. Der Mann, der den Eckball herausgespielt hat, der will ihn auch treten. Christian Posenik. Auch er nützt allerdings unfreiwillig den freien Raum. Ich glaube, jetzt ist es soweit, jawohl. Ich glaube, die hat er sich redlich verdient. Der Patrick Jovanovic, wie er seit einigen Wochen heißt, der ehemalige Prvoslav. Ich gemeint, den Namen kann keiner aussprechen. Und als Patrick sieht er hier gelb. Für das wohl schon fünfte, sechste Foul, das er hier begangen hat. Und es ist das insgesamt 18. von Rapid. Ja, Klaus hat das eigentlich gar nicht ungeschickt gemacht, aber zwei Gegenspieler waren zu viel, da war der Raum zu eng. Diese Flanke hat die Torlinie überschritten und damit gibt es Abstoß für Rapid. Trifon Ivanov, Libero, Mittelstürmer, Torhüter. Alles in einem Spiel. Hat es wahrscheinlich auch nur selten oder zumindest ganz selten nur in einem Spiel einer obersten Spielklasse gegeben. Variante von Peter Schettl. Aha, wenn Sie mitgehört haben, hören Sie, dass René Aufhauser aufwärmen soll und in der Pause statt Edi Glieder kommen wird. Ja, war eine ziemliche Granate von Šefčík. Einmal rechts, einmal links. Fünf Minuten noch bis zur Pause im Spitzenkampf der österreichischen Fußball-Bundesliga Rapid gegen SV Casino Salzburg.
Salzburger schon 9 Spiele unbesiegt. Und Rapid inzwischen schon seit 313 Minuten ohne erzieltes Tor. Also 2 Serien, die bisher gehalten haben. Der Gugi hat da gelitten und gekeppelt und da wärmen Salzburger und Rapidler friedlich vereint auf. Rosinek, der fast jeder Position heute im Mittelfeld zu finden ist, ähnlich wie Didi Kühlbauer. Der Büffel, der sich um einiges schwerer tut als sein Stürmerkollege René Wagner. Rugby-ähnliche Einlage. Herauf gegen Ibertsberg. Und wieder hat sich das Wühlen von Didi Kühlbauer bewährt. Herrlicher Pass auf Stumpf. Suslov hat da im richtigen Moment zugegriffen. Sehr schöne Aktion von Rapid und wieder einmal hat Suslov bestätigt, dass er ein absoluter Klasse-Torwart ist. Perfektes Timing, immer rauslaufen und ihm zugreifen gegen Stumpf, dessen Haken allerdings da ziemlich missglückt ist. Und auf der Gegenseite, da rennt es ganz kurz einmal im Rapid-Strafraum. Aber Rapid, würde ich sagen, hat mehr Gefahr erzeugt in dieser ersten Spielhälfte als Salzburg. Ibertsberger wird da diesmal korrekt vom Ball getrennt. Das Tempo hat auch kurz vor der Pause noch nicht nachgelassen. Ein unglaublich intensives Spiel hier in dieser ersten Spielhälfte. Und auch wenn es noch kein Tor gegeben hat, die beiden Mannschaften haben angedeutet, bestätigt, warum sie die ersten beiden Positionen in der Tabelle der ersten Division haben. Salzburg seit Samstag Tabellenführer, Rapid kann die Führung nur übernehmen, wenn hier ein Sieg gelingt. Im direkten Duell. Spielzeit in der ersten Hälfte läuft. Und sehr schön klappen immer diese Doppelpassversuche, zumindest meistens, sowohl links als auch rechts. Links meistens zwischen Hörmann und Ammerhauser, rechts ist
Ibertsberger als Außenspieler beteiligt. Und ja, Kühlbauer moniert, er wäre nicht zum ersten Mal da gefoult worden. Centrico hat auch schon einiges abbekommen. Grün, weiß, grau, würde ich sagen, die Farben. Gugi will einmal in Schussposition kommen. Jetzt ist es ihm gelungen. Sein bester Schuss war vor knapp 2 Jahren im Cup-Finale gegen TSV Lyon. Der war nicht viel schlechter. Damals das Siegestor für Rapid im Endspiel des österreichischen Pokals. Sozusagen der Auftakt zum großen Lauf von Rapid im Europacup, der Cupsieger. Halbzeit im Hanapi-Stadion 0:0. Schiedsrichter Schüttengruber hat einige Male, nämlich 5 Mal, gelb verteilt. Ich habe ihn, wir können. Und in Kürze gibt es ein Interview mit Christian Neheber. Ja, und ich habe bei mir den Mann, der die größte Chance gehabt hat in der ersten Spielhälfte. Christian Prosini, kurzer Kommentar zu den ersten 45 Minuten. Ja, wir spielen sehr druckvoll, sind immer wieder zum Erkennen gegenüber dem Riedspiel. Und wir hoffen natürlich mit dem super Publikum, dass wir es in der zweiten Halbzeit noch schaffen. Riesenchance gehabt, in Führung zu gehen für Rapid. Ja, war ein schöner Pass vom Didi. Ich habe es probiert gleich zum Blatteln, er ist leider nicht reingegangen, aber da kann man nichts machen. Das Tempo ungemein hoch, wird es aufs Konditionelle ankommen? Ja, auf alle Fälle und ich glaube, wir sind top beieinander. Gut, danke Christian Prosenik und in Kürze melden. Bei beiden Mannschaften, bei Rapid und bei Casino Salzburg. Otto Baric, werden Ihre Erwartungen erfüllt? Ja. Tempo ist gut. Alle beiden Mannschaften sind sehr ernst, aber absolut viel zu wenig in Angriff. Abwehrreihe von alle beiden Mannschaften sind absolut bessere Teile von Mannschaft. Und praktisch in jedem Teil von Mannschaft sind nur 1 oder 2 gute Spieler. So kann ich sagen, dass von alle beiden Mannschaften konnte man eine sehr gute Mannschaft machen. Das Tempo ist aber sehr hoch, internationale Höhe Ihrer Meinung nach? Ja, Tempo ist hoch, nur zu wenig Chance. Praktisch im Spiel war nur eine richtige Chance. Und das war von Prosenik und 2, 3 Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, für so ein Spiel zu wenig. Besonders glaube ich, dass Rapid musste mehr angreifen, mehr Pressing spielen. Und so hat praktisch Salzburg leichte Arbeit. Und wenn, wie ich sehe, kann Salzburg leicht zweite Halbzeit gewinnen, weil ich glaube, dass Reserve bei Salzburg sind größer. Sie glauben also an Salzburg. Schauen wir uns zunächst einmal die Szenen an. Die 3 wichtigsten Szenen aus der ersten Hälfte. In der 6. Minute dieses Tor, das aberkannt wurde. Klaus hat es erzählt, mit der Hand, wie dann auch unsere Zeitlupe zeigt. Da jubelt er noch. Ihrer Ansicht nach zu Recht aberkannt? Absolut, das war Hand und ganz korrekt aberkannt. Völlig richtig reagiert von Schiedsrichter Schüttengruber, der eine sehr solide Leistung bietet. Schauen wir uns das noch einmal an. Aigner mit dem Freistoß. Ja. Und dann Klaus mit der Hand hier, eindeutig, völlig richtige Entscheidung. Dann die nächste Szene war in der 16. Minute ein Schuss von Wagner. Ein solider Schuss, gut gehalten von Suslov, der auch sehr gute Figur macht. Ja, Wagner ist ein sehr guter Stürmer und auch Klaus. Und wenn sich diese 2 zusammenspielen, das wäre ein sehr guter Angriff. Hier ist dieser Schuss abgewehrt von Suslov. Und er hat überhaupt 6 Mal versucht zu schießen. 3 Mal ziemlich gut, 2 Mal war immer abgebrochen. Aber er ist praktisch agilste Spieler mit Kibauer in der Rapid-Mannschaft. Hier noch einmal dieser Schuss. Und da zeigt Suslov auch, welcher Klassemann er ist. Er hat ja erst einen Treffer kassiert in der österreichischen Meisterschaft. Und auch an dieser Aktion sieht man warum. Und dann hat es noch eine ganz große Möglichkeit gegeben, die größte, schon von Ihnen angesprochen, von Christian Prosenik. In der 30. Minute, herrlicher Pass von Kühlbauer. Hier kommt er, ideal in den Lauf gespielt. Was hätte er machen müssen?
Ja, er musste toll machen, nur muss ich sagen, dass er Zuslauf sehr gut herausgekommen und dann nicht so einfach hat, trotzdem. Für Christian Prosenik vielleicht auch eine besonders schwierige Situation. Er hat ja bei Salzburg noch zu Beginn der Meisterschaft gespielt. Vielleicht ist ihm da einiges durch den Kopf gegangen. Aber ich glaube, er konnte hier Tormann heben. Er hat flach geschossen. Ich glaube, er konnte heben diese Ball. So, Sie setzen auf Salzburg, weil Sie glauben, die Mannschaft hat die größeren Reserven. Im konditionellen Bereich? Ja, ich meine deshalb. Schauen Sie, Salzburg hat bis jetzt erreicht, was wollte. Das heißt, sie haben das Spiel beruhigt. Sie sind ganz sicher in Abwehr. Ich glaube, sie haben auch zu weniger brauchte bis jetzt sich ausgeben. Und sie brauchen nicht warten, wenn sie jetzt etwas mehr angreifen. Und ich glaube, sie werden auch wechseln, wahrscheinlich Glieder. Ich glaube, sie können es schaffen. Die Zweikämpfe im Mittelfeld, die sind besonders intensiv. Kübauer gegen Aigner zum Beispiel. Glauben Sie, fällt da die Entscheidung möglicherweise? Auch Kübauer ist sehr gut kontrolliert. Und von anderer Seite ist das wieder ein Nachteil für Salzburg, weil sie nur blocken, nur abnehmen, aber zu wenig außer Kocian praktisch etwas Cleveres machen für Spitze. So, Ibersberger könnte mehrere Mal überlaufen, aber war nicht genug rechtzeitig abgespielt. Danke vielmals, Otto Baric. Sie werden nach dem Spiel uns auch noch zur Verfügung stehen. Wir werden sehen, ob Ihr Tipp, dass Salzburg dieses Spiel noch gewinnt, aufgeht. Und in Kürze meldet sich wieder unser Kommentator, nämlich Christopher D. Ryan. So, willkommen quasi wieder im Innenraum des Hanapi-Stadions. Na, ich bin gespannt, ob der Otto Baric recht hat mit seiner Prognose. Die Herren hier, die Rapidler, die werden nicht ganz einverstanden sein mit dem, was Otto Baric gesagt hat, der ihnen mangelndes Pressing vorwirft und meint, Salzburg hätte mehr Reserven. Aber Otto Baric hat sich schon oft als Experte erwiesen, also warten wir mal ab. Auf jeden Fall gibt es einen Tausch, das haben wir ja schon gehört. René Aufhauser, der 20-Jährige, kommt statt Edi Glieder, Mittelfeldspieler für einen Angreifer. Aufhauser, der jetzt der jüngste Spieler am Feld ist und dieser Mann hier hat einmal seine ersten 45 Minuten ohne Gegentor erzielt, Raimund Hedl. Aufhauser mit der Nummer 16 jetzt im Spiel. Es sieht so aus, als würde Kocian jetzt quasi als hängende Spitze hinter Klaus offensivster Mittelfeldspieler werden. Manfred Schüttengruber, ich würde sagen, vielleicht sogar der beste Mann am Platz, zumindest einer der besten. Soll auch gesagt werden, die Schiedsrichter in den letzten Wochen hart kritisiert, zu Recht kritisiert zum Großteil. Aber Manfred Schüttengruber zeigt sich diesem Spitzenduell hier, das mit sehr viel Kampf abläuft, durchaus gewachsen. Die zweite Spielhälfte hat begonnen. Rapid mit dem ersten Angriff von rechts nach links. Auch bei Rapid ein neuer Mann, nicht dieser hier, Peter Schöttl, sondern Marek Hengser. Der Nummer 9 und damit drei nominelle Spitzen, allerdings spielt Hengster ganz auf der linken Seite und Gugi ist auf die rechte hinüber gewechselt und daher dürfte Jovanovic ausgewechselt worden sein, ja so ist es auch. Jovanovic, der ebenso wie Prosenik im Herbst mit Ammerhauser seine liebe Mühe hatte und jetzt ausgetauscht wurde und jetzt darf sich Gugi mit Ammerhauser herumplagen. Und da muss man auch dem linken Mittelfeldspieler der Salzburger ein Kompliment aussprechen. Daher jetzt Hengser, der quasi gelernte Angreifer, links im Mittelfeld bei Rapid. Also je ein Tausch. Wer hat die glücklichere Hand? Ernst Weber? Ernst Weber heißt er wahrlich nicht. Jetzt habe ich die zwei Trainernamen vermischt.
Herbert Weber oder Ernst Doppelbühl? Aber Otto Baric hat auch gemeint, aus diesen zwei Mannschaften könnte man eine sehr gute machen. Also vielleicht kann man auch aus den beiden ohnehin schon guten Trainern einen sehr guten machen. Raimund Hedl, der alle Nachwuchsauswahlmannschaften Österreichs durchwandert hat, unter 15, unter 16, unter 17, unter 18, war auch im unter 21 Kader, aber gespielt hat er im unter 21 Nationalteam nie. Aber Herbert Weber hat ihn aus seiner Zeit als ÖFB-Nachwuchschef kennengelernt, kennt seine Stärken und Schwächen. Die beiden Trainer beobachten jetzt den vierten Eckball für die Salzburger. Franz Eiden. Sieben Eckbälle haben bisher in diesem Spiel noch kaum Gefahr erzeugt. Das ist kein Zufall, denn diese beiden Mannschaften sind die einzigen in der Bundesliga. Ja, Sätze da. Die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die aus Eckbällen bisher noch keinen Gegentreffer hinnehmen mussten. Spricht für die Taktik und die Konzentration bei Standardsituationen. Im Defensivbereich. Und das ist ja der Bereich, der bei beiden Mannschaften in diesem Spiel bisher sehr gut funktioniert. Fehlerlos bisher Oleg Suslov. Er ist daran wesentlich beteiligt, dass die Salzburger Frühjahr nur einen Gegentreffer müssen. Und ja, mit der Ferse weitergespielt. Ja, trickreich immer wieder, ein echter Triplanski, der ehemalige Kroate, der österreichische Staatsbürgerschaft hat. Und er hat mit dieser Aktion, mit dem Einleiten dieser Aktion, Eckball Nummer 5 für die Salzburger herausgeholt. Und Laszlo Klaus, einer der gefährlichsten Kopfballspieler der Liga, wartet auf die Cornerflanke wieder von Franz Eigner. Die führt nur zum sechsten Korner. Peter Schöttl feiert morgen übrigens seinen 30er. Und das war erstmals ein bisschen Gefahr nach dieser hereingezirkelten Cornerflanke. Gegenspieler, das war einer zu viel für René Wagner, der aber trotzdem meiner Meinung nach eine ausgezeichnete Leistung bietet, unglaublich viel arbeitet. Ich habe noch ganz selten in der österreichischen Bundesliga gesehen, dass ein Stürmer so viel auch defensiv arbeitet wie René Wagner heute. Slavko Kovacic, Assistent von Herbert Weber, ne, der will bei mir immer ernst heißen. Ernst Weber,
Nachfolger von Heribert, aber nicht verwandt als ÖFB unter 21 Teamchef. Franz Aigner humpelt ein wenig, der ja zwei Kreuzbandrisse überstanden hat und nach langer Zeit in Slowenien wieder in der Nationalmannschaft gespielt hat. Und jetzt Flanke. Riedl sicher. Penzer. Gibt es indirekten Freistoß gegen Rapid. Das kann es wohl nicht gewesen sein. Das Aufstützen von Winkelhofer gegen Wagner. Berger bestätigt seine starke Leistung vom Samstag gegen Tirol. Ja, und jetzt ist die sechste gelbe Karte fällig für Peter Gugi. Schon die zweite gelbe, die für Foulspiel an Ammerhauser gegeben wurde. Manovic und jetzt der zweite Gegenspieler, den Ammerhauser verbraucht. Gut. Inzwischen hat sich die Rapid-Abwehr auf die zum Tor gedrehten Freistöße von Franz Aigner ganz gut eingestellt. Aber mit dem linkslastigen Spiel der Salzburger haben die Rapidler doch ein bisschen Mühe. Auch wenn wenige Torszenen daraus entstanden sind, aber da droht immer wieder Gefahr. René Wagner. Viel Bewegung jetzt. Ja, der einzige kleine Nachteil, dass René Wagner, würde ich sagen, heute, er hält manchmal den Ball ein bisschen zu lange, versäumt gelegentlich den richtigen Zeitpunkt zum Abspielen. Hedl, der auch als guter Fußballer gilt. So gewagt ist der Fersler da von Wagner. Der Souverän von Peter Schotter. Auf Hauser. Ozean fällt, aber da gibt es kein Reklamieren. Das Spiel geht weiter. Aber wieder mal kann sich Stumpf nicht durchsetzen. Auf Hauser vom Ball getrennt.
Weniger Aktionen über viele Stationen, aber noch immer ist das Tempo sehr hoch. Winkelhofer jetzt. Sehr schön auf Ibertsberger. Und der macht es auch schön. Da hat sich jetzt Ivanov verletzt, liegt im Moment, hält sich den Rücken. Jetzt gibt es vielleicht Zeit zur Behandlung, aber der Bulgare steht wieder. Und da sehen wir den Militärweltmeister 1996 mit Frankreich, den in Kamerun geborenen Franzosen Samuel Ipur, der am Samstag gegen Ried sein Debüt für Rapid gefeiert hat. 23 Minuten. Okay. Ja. Einer der schwächeren Pässe in diesem Spiel, Ibertsberger. Und mit einem Lauf über das gesamte Spielfeld im Zusammenspiel mit Glieder das Siegestor gegen den FC Tirol geschossen hat. Jetzt gibt es einen Doppeltausch. Kein Doppeltausch, sondern ja, der 24er wird dort etwas seltsam in die Höhe gehalten mit zwei Tafeln. Die Tour kommt für Stumpf. Das erste Heimspiel des in Kamerun geborenen Franzosen Samuel Ipur, der Leihspieler von Inter Mailand, und für ihn muss der Büffel Stumpf Platz machen. Auf den bin ich schon sehr gespannt, ein Mann, dem große Qualitäten nachgesagt werden. Er hat 6 Spiele für den AC Torino in der italienischen Serie B gespielt. Freistoß Šefčík. Hat bis heute nicht trainieren können, wegen einer Grippe. Auf der Bank in Ried ist der 17-jährige Helge Peier gesessen, der heute der Ersatztormann für Hedl ist. Raymond Hedl war heute erstmals fieberfrei. Und auch das Fieberthermometer in diesem Spiel ist noch nicht allzu sehr gestiegen, zumindest nicht, was die Anzahl der Tore anlangt. Die Leistungen sind keine Nullnummer, aber mathematisch ist das Spiel eine Nullnummer 0 zu 0. Ein Ergebnis, mit dem die Salzburger sicher eher zufrieden sein werden als die Rapid. Rosinik, und da hat erstmals Ipur seinen Fuß im Spiel gehabt, aber nur kurz. Rangelei zwischen Klaus und Kühlbauer, und Kühlbauer bleibt dank eines Schiedsrichterpfiffs Sieger. Wagner, Dribbling. Interessanterweise Abstoß, sehr zum Ärger von René Wagner. Wagner, der ja dank eines Tipps der Ultras, der Rapid-Fans, von Doppelbild beobachtet und dann schließlich von Rapid erworben wurde.
Zuschauer skandieren, hier regiert der SCR, aber im Moment regieren vor allem die Abwehrreihen. Henkser beweist Ballgefühl. Kühlbauer verlagert das Spiel auf Bugi, aber der kann nicht allzu viel damit anfangen. Jetzt gibt es Freistoß für Salzburg. Wir haben gerade im Inside gesehen, Rapid wesentlich mehr Fouls als Salzburg. Ein Indiz dafür, dass der Wille zum Kampf bei Rapid wesentlich größer ist als in den letzten Spielen, vor allem in Ried. Die Standpauke von Dokubil, die öffentliche Kritik des Trainers, die dürfte gewirkt haben. Es ist sicher ein Rückruck durch die Rapid-Mannschaft gegangen. Hengsa hat da mitgedacht. Den Salzburgern muss man attestieren, dass sie taktisch wirklich ganz ausgezeichnet eingestellt sind. Sicher ein Verdienst von Herbert Weber, der offenbar die Stärken und Schwächen seiner Schützlinge so genau kennt, dass er sie sehr genau im richtigen Moment auf den richtigen Gegenspieler einzuschätzen weiß. Das war ein Gewaltschuss von Ivanov. Zumindest hat das Manfred Schüttengruber so gesehen. Wir sehen hingegen noch einmal den Schuss und die Faustabwehr. Schuss von Ivanov, Faustabwehr von Suslov. Und das ist der Anlass für Schüttengrubers Foulpfiff. Hat wohl hier ein gestrecktes Bein von Penkser gesehen und Ibertsberger hat es gespürt. Einer der zwei 20-Jährigen, die im Moment bei Salzburg auf dem Spielfeld stehen. Mit der Ferse hat Penkser Ibertsberger am Riss erwischt. Ja, Hans Dokubil hat es anders gesehen. Es wohl immer so Kotzian und die bisher größte Tat des Debütanten Raimund Hedl. Schüttelt den Kopf wohl über die Grätsche von Kotze. Verlängert von Klaus. Und etwas zu kurz gekommen Kotzian gegen Hedl. Einzige Schwäche des Rapid-Debütanten. Ah, jetzt gibt es Karte Nummer 7. Heraf für ein Foul an Klaus. Und jetzt hat Rapid nach deutlichem Rückstand sozusagen die Führung bei den gelben Karten übernommen mit 4:3. Die Herauf, die 8. in dieser Saison, er ist bei Rapid sozusagen die Nummer 1 bei den Gelbsündern. Bedeutet aber keine Sperre. 7 Gelbe, aber interessanterweise noch keine Sperre, obwohl nicht weniger als 5 Spieler des Rapid-Kaders und 4 bei Salzburg gefährdet waren und noch sind. Aber die haben sich bisher beherrschen können.
Rateitschik gegen Klaus, Duell der Legionäre. Hammerhauser. Ja, war sowas wie ein Schussversuch. Salzburg trennen noch 23 Minuten vom dritten torlosen Unentschieden im dritten Frühjahrsauswärtsspiel. Aber dass die Rapidler da noch ein Wörtchen mitreden wollen. Denn ein Unentschieden hilft Salzburg sicher mehr als Rapid. Provoziert Wagner immer wieder Vergehen der Salzburger. So wie hier gegen Eng. Suslov, mehr mit Zeichensprache als verbal, dirigierte die Abwehr und da hätte man wohl mehr draus machen können, als bei diesem Abspiel von Kühlbauer zu Posen. Mal hat Oleg Suslov das Tor der ukrainischen Nationalmannschaft gehütet. Ja, mit über 3 Millionen Schilling der wahrscheinlich teuerste Wintereinkauf in der österreichischen Bundesliga. Ein Kauf, der ja notwendig wurde durch den Wechsel von Otto Konrad nach Spanien zu Real Saragossa. Bauer ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Rapid. Jetzt aber herauf. Aber nicht ganz das, was er sich vorgestellt hat. Dokopil überwacht da das Geschehen im Hanapi-Stadion und hofft, dass die Abwehr um Raimund Hedl auch den siebenten Eckball schadlos übersteht. Einen Eckball, den Tomislav Kocian treten. Es bleibt dabei. Die Abwehr rein beider Mannschaften stehen gut, vor allem bei einer Standardsituation. Der Salzburg-Präsident Greenberger heute aus den Niederlanden heimgekehrt. Da hat er mit einigen Salzburger Politikern das neue hypermoderne Stadion in Mannheim besichtigt. Da soll es Interesse in Wals geben
ein ähnliches Stadion zu errichten. Vielleicht ein Ausweg aus der Stadionmisere. Vielleicht ein Weg, ein Schritt Richtung EM-Bewerbung für 2004. Walter Kogler war vom angebotenen Tänzchen Arm in Arm mit René Wagner nicht sehr begeistert, auch Manfred Schüttengruber nicht, daher gab es da Freistoß für Salzburg. Die Tour. Sehr schön weitergespielt auf Gogi, eingeleitet hat die Aktion übrigens Kübauer. Und im Absetzen, dieses Tor zählt, Rapid führt 1:0. Und der Torschütze heißt René Wagner. Ein Fehler von Suslov, der erste des Ukrainers in dieser Meisterschaft. Und René Wagners drittes Tor gegen Salzburg. Er ist der Salzburg-Schreck in dieser Meisterschaft. Herrliche Aktion von Kübauer über Ibua und Gogi. Ganz scharf zur Mitte und die Unsicherheit bei Suslov. Und der Wechsel von Gugi auf die rechte Seite hat sich allein mit dieser Aktion bezahlt gemacht. Das 11. Gegentor von Salzburg in der Meisterschaft und das dritte Mal, dass René Wagner zugeschlagen hat. Wirklich sehr schöne Aktion und jetzt steht Salzburg unter Druck. Schuld sozusagen war dieser Mann, oder ist dieser Mann, den wir gerade jubeln gesehen haben, René Wagner. Und Ibua, sein Einsatz hat sich auch schon bezahlt gemacht. Ja, ganz motiviert wirkt er natürlich. Er weiß, dass er hier Wesentliches beigetragen hat zum Führungstreff. Noch einmal die Stationen. Kübauer mit dem langen Pass auf Ibua, der gleich weiter gespielt hat zu Gugi. Und dann der Stangenpass, der scharfe Stangenpass von Gugi, den Suslov nicht bändigen konnte. Salzburg hat erst eine Auswärtsniederlage in der gesamten Meisterschaft erlitten. Ist ja die beste Auswärtsmannschaft bisher. Und die hat der bisherige Tabellenführer gegen Rapid erlitten mit 0:2 im Herbst, im September. Die Salzburger haben gezeigt, dass sie zum Beispiel gegen den FC Tirol am Salzburg, gegen den FC Tirol am Samstag in Salzburg auch einen Rückstand wegstecken können. Da gelang dann der Umschwung binnen 6 Minuten. Und das Tor ist noch vor der Rapid-Viertelstunde gefallen, die jetzt eingeklatscht wird. Und Herbert Weber wird sich wohl Gedanken machen, wie könnte ich jetzt noch vielleicht mit einem Tausch die Wende herbeiführen. Hermann bringt den Ball zur Mitte. Klaus mit dem Kopfball. Ehemaliger Admiraner aus Ungarn, der Teamspieler, der schon 20 Mal das nationale Trikot der Ungarn getragen hat. Und er hat hier versucht, vergeblich versucht, seinen 5. Kopfballtreffer in dieser Meisterschaft zu erzielen. Sehr schön übrigens die Flanke von Herrn. Bedrängt hat er den Ball kontrolliert zur Mitte gebracht. Nicht so aussieht, er könnte zufrieden sein mit der Leistungssteigerung seiner Mannschaft. Ernst Dockerbühl und auch natürlich auch mit dem Ergebnis.
das bisher einzige Tor in diesem Spiel. Ibua, Gugi, Suslov und Wagner. Schwerer Fehler von Suslov. Ein vielleicht matchentscheidender und ein vielleicht ganz wichtiger in dieser Meisterschaft. Eine Einlage pro Spiel, die muss die von Ivanov da bieten. Bleibt es bei diesem Ergebnis, dann übernimmt Rapid nach nur 4 Tagen wieder die Tabellenspitze. Schlecht gerechnet von mir, sind sogar nur 3 Tage. Schuss von Hörmann, nicht weit am Tor vorbei. Der 35-Jährige, dessen Vertrag per Handschlag mit Präsident Quenberger ein weiteres Jahr verlängert wurde. Zu dem Walter Hörmann werden wir auch mit 36 noch in der ersten Division erleben. Und spektakuläre Einlage mit diesem Piola Fallrückzieher von Trifon Ivanov. Sehen, während das Spiel weiterläuft, dass Herbert Weber sehr wohl reagiert und einen neuerlichen Tausch vornimmt. Er bringt einen weiteren Legionär. Ein Kroate kommt für einen Ex-Kroaten. Dejan Racunica kommt für Tomislav Kocin. Racunica, der zum 3. Mal im Frühjahr eingewechselt wird. Immer in der letzten halben Stunde. Ein gefährliches Spiel von Aufhäuser. Insgesamt 14 Legionäre, 7 bei Salzburg, 7 bei Rapid in den jeweiligen Kadern. Einer davon hier, Ratajczyk, den Aufhäuser an der Schulter getroffen hat. Etwas mehr als 10 Minuten trennen Rapid von der Rückeroberung der Tabellenspitze. Diesmal faul wieder an Racunica. Zum Publikumsliebling werden könnte, holt Eckball Nummer 4 für die Dokobischitz-Legionäres. Das ist ein gutes Zeichen, wenn man bedenkt, dass die Rapid-Fans früher oft durch rassistische Sprüche aufgefallen sind, dass jetzt ein Mann, der in Afrika geboren ist, bei Rapid spielt und das noch sehr gut. Sagen Nona, 9 Minuten Verschluss bei 0-1 Rückstand. Man kann gar nicht sagen, dass Salzburg schlecht gespielt hat. Ich glaube, dass das Erstaunliche in der Entwicklung zwischen Samstag und heute nicht diejenige von Salzburg war, sondern die enorme Leistungssteigerung von Rapid. Da spielt jetzt auch Rudi Quenberger mit, beschleunigt das Spiel, bringt den Ball wieder zurück ins Spiel.
Ein Beweis mehr, dass es am Einsatz wahrlich nicht mangeln konnte. Sehr schwer zu bremsen, der Didi. Schicksalsbewältigung wirklich eindrucksvoll ist. Der Mann, der quasi der Topscorer der Liga ist, mit 9 Toren und 10 Assists. Die meisten Tore der ersten Division hat Didi Küber aufgenommen. Die meisten Tore geschossen hat der Mann, der auch heute das einzige erzielt hat, Helmi Wagner. Gelingt es Rapid recht gut, die Salzburger Versuche, das Spiel noch umzudrehen, einzudämmen. Rapid stört, zerstört das Salzburger Angriffsspiel im Moment sehr, sehr gut, sehr, sehr effizient. Die Salzburger wissen, ihnen läuft die Zeit davon, die Sekunden ticken. Den Libero, den Polen Szewczyk, den hält es jetzt auch nicht mehr hinten. Allerdings das Zuspiel, das war nicht unbedingt optimal. Ja. Eigner scheitert am Tackling von Ivanov. Ibertsberger mit vereinten Kräften. Wehren sich die Rapidler erfolgreich. Handspiel. Peter Bugi. Der Mann mit dem leicht ausgestreckten Oberarm. Die Distanz nicht ungefährlich, vor allem wenn man weiß, welchen starken Schuss Roman Szewczyk hat. 4 Minuten vor Schluss. Ja, man kämpft um jeden Zentimeter Abstand zur Mauer. Salzburger wissen, das kann eine der letzten Möglichkeiten sein, dem Spiel zumindest noch eine halbe Wende zu geben. Groß genug. Kühlbauer ist da herausgesprintet, hat den Ball abgeblockt. Viel Platz jetzt für die Rapidler. Wagner gegen Eigner.
Schön mit einem Doppelpack. Das ist die Entscheidung in diesem Spiel. Und mit ausgestreckter Zunge feiert René Wagner seinen zweiten Treffer. Und jetzt ringt sich sogar Ernst Dokopil ein Lächeln ab. Salzburg hat riskiert und verloren. Rosinek diesmal mit dem entscheidenden Pass. Und Eigner hat Wagner nicht mehr einholen können und macht besser als Bosinik in der ersten Hälfte. Überhebt Suslov zum 2:0. 14. Saisontreffer für den Tschechen, der jetzt mit 5 Toren Vorsprung in der Torschützenliste führt. Die Entscheidung in diesem Spiel und die Entscheidung in dieser Runde über die Führung in der Tabelle. Der neue Tabellenführer, der heißt Rapid. Und René Wagner, würde ich sagen, nicht nur dank seiner Tore, sondern auch dank seiner enormen Arbeits- und Laufleistung, der überragende Spieler heute im Hanapi-Stadion. Ein Spiel mit annähernd ausgeglichenen Spielanteilen. Und wenn Rapid den Sieg verdient hat, dann sicher dadurch, dass mehr und gefährlichere Chancen herausgespielt wurden. Ich wiederhole es noch einmal, die Salzburger Leistung war nicht schlecht. Entscheidend war die wirklich beeindruckende Steigerung von Rapid gegenüber den letzten Spielen, vor allem gegenüber der schlimmen Schlappe in Ried. Wenn ich da Ernst Dokopil noch einmal zitieren darf, heute waren es bei Rapid nicht 11 Egoisten, sondern 11 Kämpfer, die bereit waren, auch für ihre Kollegen alles zu geben. Im Gegensatz zum Heimspiel gegen den FC Tirol hat sich Salzburg nicht wirklich aufbäumen können. Das Risiko hat zum zweiten Gegentreffer geführt. Wir sind in der Nachspielzeit. Weggedreht vom Tor den Freistoß, nachdem Kotzian ja nicht mehr im Spiel ist. Der Eigner auch von der anderen Seite der Freistoßschütze. Aber der Erfolg dasselbe wie in den Versuchen davor. Noch eine Freistoßchance. Schöttl an Klaus. Peter Schöttl, der in aller Ruhe und in aller Zufriedenheit nach einem Sieg von Rapid seinen 30. Geburtstag morgen feiern darf. Aber abwarten, was Salzburg aus dieser vielleicht letzten Freistoßchance noch herausholt. Noch einmal Šefčík. Scharf. Aber das Tor nicht getroffen. Ja.
Alfred Schippenhuber beendet ein wirklich rassiges und sehr schnelles Spiel, das Rapid wohl verdient. Gewinnt mit 2:0. Die zweite Auswärtsniederlage von Salzburg und wieder gegen Rapid, wieder mit 0:2, so wie im Herbst. Und er hier, René Wagner, er hat die Entscheidung herbeigeführt mit seinem Doppelpack, mit seinem 13. und 14. Saisontor. Rapid jubelt, Salzburg braucht nicht allzu traurig zu sein, der Weg der Mannschaft, der stimmt wohl. Die Fans, die freuen sich logischerweise über die schnell zurückgewonnene Tabellenführung. Und der hier, der darf sich auch freuen, der 22-jährige Bundesliga-Debütant Raimund Hegel beendet sein erstes Spiel ohne Gegentor. Und je nachdem, wie oft er noch spielen wird, vielleicht ist er der einzige Torhüter der Meisterschaft, der ohne Gegentreffer kommt. Salzburg verliert zum fünften Mal hintereinander ein Auswärtsspiel bei Rapid. Hat in drei Partien gegen die Wiener keinen einzigen Sieg herausgeholt. Und vielleicht ist das genau das Rätsel, das diese Meisterschaft entscheidet. Aber es geht noch 12 Runden und alles ist offen zwischen Rapid und Salzburg. Rapid führt nur dank der besseren Tordifferenz wieder vor den Salzburgern in der Tabelle. 14.500 Zuschauer, oder zumindest der Großteil von ihnen, freuen sich über einen 2:0-Erfolg von Rapid. Und egal in welcher Lage sie gestanden sind, vielleicht freuen auch sie sich daran, dass wir ein tolles Spitzenduell der österreichischen ersten Division gesehen haben, das zumindest was Tempo, Kampfkraft, Einsatz anlangt, jeden Vergleich standhält mit internationalen Topspiel. Und jetzt gebe ich damit in Kürze hinunter zum Studio zur Hans Huber. Ja, und wir haben hier wieder den Otto Baric in unserem Studio. Sie haben sich getäuscht, Salzburg hat nicht gewonnen, Rapid hat gewonnen. Warum Ihrer Meinung nach? Erstens war ein Fehler von Tormann und dann natürlich hat Rapid dieses Tor geschossen. Jetzt hat dann Salzburg versucht auszugleichen, aber ich glaube, sie haben zu wenig spielerisch. Weil sie haben von Anfang an gespielt, so auf Null. Das heißt, sie können abwarten, aber sie können sehr schnell gewinnen. Hier ist dieser erste Treffer, der Fehler von Süßloff und das Tor von René Wagner in der 73. Minute. Der entscheidende Moment in diesem Spiel. Mit diesem Tor war eigentlich alles gelaufen. Ja, hier war so ein Spiel, wer schießt Tor praktisch gewinnt. Und diese René Wagner hat praktisch verdient, weil er war beste Stürmer von allen bei der Mannschaft. Hier noch einmal der Pass von Ipua, seine beste Aktion. Dann Gugi, die scharfe Flanke, der Fehler von Suslov und das Tor durch Wagner. So, und jetzt kurz einmal hinaus zu meinem Kollegen, zu Christian Neber und zu Ernst Dokupil. Ja, herzliche Gratulation, Ernst Dokupil. Ich glaube, ein ganz besonders wichtiger Sieg in dieser Saison. Ja, natürlich. Wenn man unsere Ausfälle berücksichtigt, wie die Mannschaft heute gespielt und gekämpft hat, ganz wichtig für die nächsten Spiele. Was haben Sie denn der Mannschaft nach dem Ried-Debakel erzählt, dass sie sich so gesteigert hat? Naja, es war schon einiges, aber letztendlich war es nicht mein Erzählen, sondern Ihr eigener Wille, wieder besser zu werden. Und das haben Sie heute bewiesen. Haben Sie auch dann geglaubt, dass sich die Mannschaft so steigern kann? An und für sich ja. Ich habe es geglaubt. Wusste auch, dass Hedl ein super Tormann ist. Und wir hatten eigentlich keine Probleme vor dem heutigen Spiel. Einzig die letzten Niederlagen. Was war ausschlaggebend heute? Ganz kurz noch zum Spiel. Hat eins, dass wir taktisch sehr konsequent gespielt haben. Wir wussten, also wir hatten uns ausgemacht, den Gegner keine Torchancen zu lassen und versuchen, irgendwann im Spiel unsere Chancen zu nützen, und sie sind gekommen.